Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die Professionalisierung in der beruflichen Weiterbildung. Dieses und die folgenden Videos geben Ihnen einen Einblick in die Ergebnisse des Projektes CoProf, in dessen Rahmen von 2016 bis 2018 zur Professionalisierung in der beruflichen Weiterbildung geforscht wurde. Bevor wir in die Ergebnisse einsteigen, müssen wir zunächst einmal erklären, was wir mit beruflicher Weiterbildung einerseits und Professionalisierung andererseits jeweils meinen. Zunächst zur beruflichen Weiterbildung. Nach der Definition der Bund-Länder-Kommission umfasst der Weiterbildungsbereich im Allgemeinen die Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer ersten Bildungsphase und nach Aufnahme einer Berufstätigkeit. In der beruflichen Weiterbildung im Speziellen spielt dabei immer der Bezug zur beruflichen Weiterentwicklung der einzelnen Personen eine wichtige Rolle. Denken Sie doch mal an Ihren eigenen Berufsweg. Bestimmt fallen Ihnen einige Situationen ein, in denen Sie etwas für die eigene berufliche Entwicklung getan haben. Vielleicht haben Sie schon mal an einer IT-Schulung teilgenommen, die Ihr Arbeitgeber für Sie angeboten hat. Oder Sie haben einen Meister oder Techniker abgeschlossen und damit eine staatlich anerkannte Fortbildung absolviert. Weitere Beispiele für berufliche Weiterbildung können aber auch Vorbereitungs- oder Bewerbungskurse sein, die für den Wiedereinstieg in den Beruf vorbereiten. Oder ein Sprachkurs bei der VHS vor Ort, der die Englisch- oder Spanischkenntnisse für das nächste internationale Meeting auffrischen soll. Dies sind nur einige Beispiele, was berufliche Weiterbildung sein kann und in welcher Form sie stattfinden kann. Ebenso breit und unterschiedlich aufgestellt sind auch die Einrichtungen, die berufliche Weiterbildung anbieten. Von der unternehmenseigenen Akademie oder Weiterbildungsabteilung, über gemeinnützige Träger der beruflichen Wiedereingliederung, kleinere, private Anbieter oder ganz klassisch die örtliche Volkshochschule. Die Landschaft der Weiterbildungsanbieter und Einrichtungen ist vielfältig. Aber was tun denn jetzt eigentlich die Personen, die in der beruflichen Weiterbildung arbeiten? Ebenso wie das Feld an sich sind die Tätigkeiten von Weiterbildnerinnen und Weiterbildnern umfassend. Unterricht durchführen, Weiterbildungsprogramme planen und umsetzen oder an Weiterbildung interessierte Personen beraten, sind nur einige Beispiele für die häufig umfangreiche Tätigkeit. Und was meint denn jetzt eigentlich Professionalisierung, wenn wir von der Professionalisierung der beruflichen Weiterbildung sprechen? Im klassischen Verständnis geht es bei Professionalisierung um die Entwicklung eines Berufs oder um die Entwicklung von Einzelpersonen in einem Arbeitsfeld. Wenn man also von Professionalisierung als Professionsentwicklung spricht, betrachtet man die Entwicklung eines ganzen Berufsfeldes. Durch Professionalisierung soll sich so beispielsweise berufliche Weiterbildung und allgemeine Erwachsenenbildung zu einer Profession entwickeln. Zu den klassischen Professionen zählen beispielsweise die Mediziner oder auch die Juristen. Eine Profession zeichnet sich durch besondere Merkmale aus. Zunächst übernehmen Professionen die Verantwortung für einen gesellschaftlichen Zentralwert. Für die genannten Beispiele wären das etwa die Werte Gesundheit für die Mediziner und Gerechtigkeit für die Juristen. Weiterhin verfügt sie über Instanzen der Selbstkontrolle, also zum Beispiel einen Berufsverband oder eine Interessensvertretung. Die Professionellen verfügen darüber hinaus über eine fundierte fachliche, meist akademische Ausbildung. Sie haben sich dabei exklusives Wissen und Fähigkeiten angeeignet, die sie befähigen, ihre Tätigkeit autonom, das heißt mit fachlicher Autorität, auszuüben. Wenn man diesem Verständnis folgt, so stellt sich jedoch schnell die Frage, ob einzelne Berufe heute überhaupt noch als Profession verstanden werden können. In der globalisierten Arbeitswelt sind kaum mehr einzelne Berufsgruppen für bestimmte Bereiche alleine verantwortlich. Vielmehr arbeiten unterschiedliche Berufsgruppen immer häufiger interdisziplinär zusammen. Auf die einzelne Person kommen also unterschiedlichste Anforderungen zu. Das Tätigkeitsfeld der Erwachsenen- und Weiterbildung ist, wie wir zu Beginn des Videos gesehen haben, ein Paradebeispiel für solche heterogenen Arbeitskontexte. Wir finden dort keine klar abgrenzbaren Arbeitsfelder und es kommen viele unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen zusammen. Deshalb macht es Sinn, Professionalisierung auf die Entwicklung der einzelnen Personen in einem Arbeitsfeld zu beziehen. Es wird also nicht mehr das ganze Berufsfeld betrachtet, sondern das professionelle Handeln der Personen in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld. Bei dieser Perspektive auf die individuelle Professionalitätsentwicklung geht es dann beispielsweise darum, welchen beruflichen Weg die Person hinter sich hat, wie sie zur Weiterbildung gekommen ist und welches Wissen und welche Fähigkeiten sie mitbringt. Aus der Perspektive des CoProf-Projektes arbeiten Weiterbildnerinnen und Weiterbildner in formalen Strukturen, also unterschiedlichsten beruflichen Weiterbildungseinrichtungen.
Hier ist maßgeblich für die Professionalisierung, inwieweit die Einrichtung die einzelnen Personen in ihrem professionellen Handeln unterstützt, zum Beispiel durch Fortbildungsmöglichkeiten, gut organisierte Strukturen und Prozesse oder ein gutes Arbeitsklima. Außerdem kommt der gesellschaftliche Rahmen ins Spiel, der nicht nur die Einzelnen, sondern auch die Einrichtungen beeinflusst. Zum Beispiel gesetzliche Vorgaben für die Weiterbildung, nach denen ein bestimmtes Curriculum im Seminar abgearbeitet werden muss. Aber auch gesellschaftliche Trends und Veränderungen, wie die Digitalisierung, auf die reagiert werden muss. Ein Einblick in diese vier verschiedenen Ebenen: Tätigkeiten, Personal, Organisation und gesellschaftlichen Rahmen sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ebenen zu bekommen, war das Ziel des CoProf-Projektes. Dafür haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Würzburg und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in den letzten 3 Jahren die Professionalisierung in der beruflichen Weiterbildung genauer in den Blick genommen. In Zusammenarbeit mit 8 Weiterbildungsanbietern wurden die Tätigkeiten in der beruflichen Weiterbildung sowie die vorherrschenden Rahmenbedingungen intensiv untersucht. Wichtig war uns dabei, einen umfassenden Blick auf die aktuelle Situation zu werfen und die Strategien der kooperierenden Weiterbildungseinrichtungen zu analysieren. Dafür haben wir uns intensiv mit den Strukturen der Weiterbildungseinrichtungen auseinandergesetzt und mit über 70 Weiterbildnerinnen und Weiterbildnern gesprochen, zum Beispiel Dozierenden, Verantwortliche für die Programmplanung, Geschäftsleitungen, Verwaltungsangestellten und Verbandspersonal. Damit konnten wir ein umfangreiches Bild gewinnen, welches nicht nur auf die einzelnen professionell handelnden Personen in der beruflichen Weiterbildung fokussiert, sondern auch berücksichtigt, in welchen Strukturen sie in der Weiterbildungseinrichtung, aber auch gesellschaftlich eingebunden sind und wie sie durch diese Strukturen beeinflusst werden. In den folgenden Videos erfahren Sie, zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind und welche erfolgreichen Professionalisierungsstrategien die untersuchten Weiterbildungseinrichtungen bereits verfolgen.